Herzlich willkommen bei den Reporter mit Kids News bei Sondersendung über AED. Am 12. Januar 2010 erschütterte kurz vor 22 Uhr ein schweres Erdbeben in den kleinen Inselstaat Haiti. Haiti ist das kleinste, ärmste Land der Erde. Nach ersten Schätzungen sollen mindestens 200.000 Menschen dabei ihr Leben verloren haben. Es handelt sich um schwerstes Erdbeben seit mehr als 200 Jahren in der Region. Das Epizentrum lag in der Nähe in der Hauptstadt Port-au-Prince, wie Sie hier sehen. In der Hauptstadt Port-au-Prince selbst wurden unter anderem die 5-geschossige Zentrale der Union UN-Friedensmission. Nach der Präsidentenpalast und ein ehemaliges Kinderkrankenhaus beschädigt. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen teilte in Deutschland mit, dass ihre Traumklinik in der Port-au-Prince schwer beschädigt worden sei. Nach Augenberichten lag unmittelbar nach dem Erdbeben eine Staubwolke über die Hauptstadt, tausende Gebäude seien eingestürzt. Schlimm traf es die Slums der Millionenstadt, da die Hänge, an denen sich die Hütten befinden, zum Großteil abgerutscht sind. Nach dem Erdbeben sind in der Hauptstadt katastrophale und schattische Verhältnisse ausgebrochen. Kabelverbindungen sind zusammengebrochen und die Suche nach verschiedenen Personen erfolgt von den Helfern meist mit bloßen Händen. Nach Angaben des Roten Kreuzes sind bis zu 3 Millionen Menschen, das ein Drittel der Bevölkerung Haitis, durch das Erdbeben betroffen sind. Unmittelbar nach dem Erdbeben liefen Hilfsmaßnahmen für die betroffene Bevölkerung an. So fielen die Vereinigten Staaten auch Frankreich entstanden Hilfskräfte. Wir berichten weiter über die Geschichte.